Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Ihr habt es gerade gesehen. Man kann die Event-Pikachus nicht alle auswählen und auf Massen verschicken. Was schade ist. Und man muss noch extra das angeben. Man wird extra gewarnt, dass es ein Event-Pikachu ist. Ich verschicke jetzt alle, weil ich habe meinen 100er mit dem Hexenhut bekommen. So, verschicken wir erstmal alle. Ihr habt es gerade, glaube ich, gesehen. Hier weit unten. Gestern Nachmittag kam einer endlich, also wir waren ja gestern Abend unterwegs. Beziehungsweise, jetzt ist ja Sonntag, vorgestern Abend. Und da kam halt kein einziger. Und irgendwann Samstagnachmittag kam erst einer. Okay, Samstagvormittag, einer ein bisschen außerhalb von München. Aber dann erst Samstagnachmittag, der erste in München. Und die Leute haben sich schon Sorgen gemacht. Aber zum Glück kamen dann noch welche. Und dann später im Verlauf des Abends kamen dann so viele. Ich habe auch ein paar mit Birgit gefangen. Das seht ihr dann gleich im Video. Ich verschicke hier erst nochmal alle Pikachus mit Hut und dann zeige ich euch die Tour von gestern mit Birgit. Es war recht dunkel, so wie immer, natürlich. Es war halt spät und dunkel. Und halt auch sehr windig. Wetter ist richtig schlecht zurzeit. Sprich für alle Empfindlichen, die da immer ein bisschen leiden, zwecks Ton und Bild, falls es zu dunkel ist. Die können jetzt direkt abschalten. Alle anderen, denen es nicht stört, die können jetzt dann das Video genießen. Und ich habe keine Ahnung, wieso ich gerade die AVs von dem gecheckt habe. Und der Bot läuft immer noch gut, schon mit 100%. Es gab Highlights, es gab sogar ein neues Pokémon für mich und Birgit. Also schon nicht schlecht. So, alle Pikachus verschickt. Shiny hier unten. 200 habe ich jetzt mit Hut. Ich kann euch noch ganz kurz alle Pikachus von mir zeigen. Und dann zeige ich euch die Abenteuer mit Birgit. Hier. Ah, hier. Okay, ich denke mir schon so wenige. Zwei mit Hexenhut, ein Shiny, zwei normale auf 100, eins mit Ash Cap, eins mit Partyhut und zwei Weihnachts-Pikachus auf 100. So, jetzt viel Spaß mit der Scanner-Tour mit Birgit. Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Ich treffe mich gleich mit Birgit, ihr wisst Bescheid. Heute meine ausnahmsweise Tour mit ihr. Der Wind ist zu stark, ihr hört wahrscheinlich eh nichts. Wir sehen uns dann, wenn es weniger Wind ist. Ja, ist er. Okay. Guter Start. Okay, ist klar. Okay. Das einfach, komm ja eh nicht mehr raus. Was soll ich machen? Jetzt fahren wir hier auf dem Gehweg rauf. Durch den Gehweg ist zu eng, da durchzufahren. Nein, ich warte ja, hier oben. Vor, ich komme ja eh nicht mehr raus. Upsala, verzeihung. Also aussteigen. Nee, kurz oben bleiben. Alles voll. Ich denke mal, dass das ist. 11:33 ist er. Okay. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind. Da. Okay. So. 11:33, ne? Ja, das ist er auch. 100. Wie war die Straße von Pantheon? Wer sucht die eigentlich? Prinzregentenstraße. Pantimus. Pantimus ist es. Dieser. Aber ich hab keinen Pantimus. Doch, der ist. Bisschen Action, bisschen Laufen hier. Wie gesagt, bisschen Action. Birgit macht Stress. Nee, 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 nee.
müssen wir links rein. Klar. Okay. Ich hab grad was geklickert. Er ist nicht da. Was geklickert, was links von uns war? Oh. Ein Pikachu habe ich geklickert. Und dann ist das Spiel abgestürzt. Schauen wir mal. Jetzt wird's dunkel, ihr seht eh nichts mehr. Schauen wir mal ins Tagebuch. Ja, eigentlich schon, aber wir müssen 225, Mist, ich hab's geklickert. Was? Ich hab's geklickt. Echt? Und es ist geflohen, ja. Müsste nicht hier sein. Hey, yo! Geh mal auf Navigieren. Wenn du es geklickt. Echt? Ja. Ja, und wo ist es jetzt? Es war. Bisschen weiter hier oben, hier ungefähr. Ich hab's aber nicht. Tja, schade. Brauchen wir jetzt? Na. So. Nächstes Ziel, Nidogan männlich. Männlich ist es, ja. Ja, etwas, das Birgit noch nicht hat. Und ich auch nicht. Ich brauch männlich und weiblich. Also lila brauche ich alle drei. Ah, ja. Und männlich blau brauche ich noch eins. Ich weiß nicht, welches. Ah ja, sie sammelt ja alle Formen. Ja. Ja. Weiß ich aber nicht mehr, welches. Was ist denn das männliche? Ich verwechsel die immer. Der Lilan ist der männliche. Ah, das ist ja mega cool, okay. Ja. Dann habe ich auf endlich geht's. Den auch. Über 2 Kilometer wert. 9 Kilometer. Ja, 21, 32 sind wir da. Es ist da bis 21, 38. Keine Internetverbindung. Geht immer stockdunkel irgendwo durch den Wald. Aber das muss sein. Scannatur ohne dunklen Wald. Das ist keine Scannatur. Okay, warum druckst du nicht das Blaue? Dann zeigst du dir an. Ja, aber es ist gut. Wir haben es gefunden. Dreht und dreht und lässt sich. So. Okay, jetzt geht's wieder. Mein Gott, Birgit leidet. Okay, saftig. Jetzt ist es weg hier. Bei mir ist es da weg. Okay, check. Ja. Ich jetzt. Gut, ein neuer. Den kleinen hier anklicken. Ich sehe keinen. Ja, hier sind hier meine kleinen Zwerge. Oh, Level 30, so klein ist er nicht. Beere, das will ich jetzt raus. Schwarzen Ball, goldene Beere, sonst haut er dir ab. Leider nicht shiny. Ich krieg den nicht. Oh, ist der süß. Fans. So, das war die Tour mit Birgit.
Am Ende haben wir noch ein paar Sachen gefangen, aber das habe ich nicht alles aufgenommen. Es wurde dann doch echt zu stürmerisch, zu windig, zu kalt, zu dunkel. Aber war cool, war lustig mit dir. War theoretisch das erste Mal, dass ich mit dir auf Tour war. Ich habe schon mal ein paar Pokémon mit dir gefangen. Zum Beispiel das Incognito. Da hat sie mich mitgenommen, da waren wir Macholis farmen oder so. Irgendwas farmen. Und dann ist es reingekommen, dann sind wir schnell dahin gefahren. Sie hat mir auch angeboten, dass wir auch nochmal eine Tour machen. Wahrscheinlich aber dann erst zu Gen 3, wenn alles läuft und es neue Pokémon gibt, weil wir haben halt echt fast alles. Das war echt ein Highlight, dass ein Pokémon gekommen ist auf 100%, das ich und sie noch nicht haben. Als kleine Belohnung für unsere Tour und unsere Zusammenarbeit. Ansonsten danke an Birgit natürlich für die Fahrt und echt lustig zu sehen, wie Birgit so bekannt geworden ist als 100% Königin. Sie ist auch in den Chats aktiv von Amsterdam und so und von Prag. Da hat sie auch viele Leute kennengelernt und viele Leute haben sie angesprochen. Also echt lustig, das zu beobachten. Und Gen 3, schauen wir mal. Vielleicht gibt es da ein IV-Battle dann mit ihr. Aber theoretisch habe ich da keine Chancen. Ihr fehlt echt nicht mehr viel. Das kann ich euch demnächst vielleicht mal zeigen. Alle ihre 100er. Falls sie da nochmal mitmachen will. Dann können wir das mal vorbereiten und dann zeige ich euch das. Aber das war's von heute und wahrscheinlich auch von der Perch Night. Ich habe eigentlich alles. Die ganze Nacht kam auch eigentlich nichts Neues rein. Ein Magnetilo. 100%, das würde mir fehlen, aber ansonsten habe ich echt alles vom Event genutzt und gefangen. Von den normalen Spawns kommt da echt kaum was rein, also wie gesagt nur das Magnetilo heute Nacht. Aber Perchnet war erfolgreich, Halloween-Event läuft auch. Schauen wir mal, was sonst noch so geht. Aber wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.